Jo Leute, ich begrüße euch zurück zu Call of Juarez. Und jetzt geht's weiter. Hier müssen wir rauf. Okay, Money haben wir. Hier ist. Ich hab grad gar keinen Sound, Alter. Hab ich doch, aber voll leise. Warum? Audio. Warum ist denn der Sound hier zu leise? Okay, keine Ahnung. Haben wir hier nicht irgendwas? Ey! Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck. Pointing me directly at the Daltons. I finally had them. After months of dogged pursuit. Ab geht's. Da ist doch gar nichts. Ah, so ein Wichser. Niemandem kannst du mehr vertrauen. Ja, toll. Jetzt brennt hier alles. Hä, hey, wo muss ich denn lang? Da komme ich ja wohl schlecht lang. Oh Gott, Hilfe, ey. Hallo. Ah, okay, hier bin ich schon richtig. Ich hab grad schon gedacht, ey, scheiße. Geh, Junge, geh! Hüpf doch! Gott, Mann. Ich hasse es, wenn Spiele in Zeitlupe laufen und man die nicht selbst ausgelöst hat. Okay, okay. Die Gegner können wir ja noch eben mitnehmen. Ah, okay, das geht auch. Das ist schön. Okay, ist ja gut. Ihr kriegt alle was ab. Okay, neues Level. Oh Gott, wie viele! Wetten, von der anderen Seite kommen jetzt auch voll viele und ich krieg's gar nicht mit. Oh Gott, noch mehr! Jetzt haben wir's. Och nee, wie soll das denn gehen? Wenn die hintereinander stehen, bestimmt. Minus. Hä, wie soll das denn funktionieren? Was ist das denn für eine Scheiße? Probieren wir es nochmal. Nicht so weit rüber. Spann dich. Wie zieht er denn nochmal? So eine Kacke. Das ist scheiße. Ich hasse diese Duelle. Ich spiele nie wieder ein Call of Juarez. Außer, da sind diese scheiß Kackduelle nicht mehr mit drin. Es kann doch nicht sein. Ja komm, Schnelligkeit, mach. Scheiße. Also der Part, Leute, wird jetzt hier raus bestehen. Das sag ich euch gleich.
Weil, keine Ahnung warum. Weil ich es einfach nicht auf die Reihe krieg. Na komm. Ich hab die doch beide abgeschossen. Das ist doch scheiße. Das ist außerdem total unfair. 2 gegen 1. Boah, und das Zielen mit der Maus ist so kacke, ist unglaublich. So gesehen ist das hier schwerer als vorher, Mann. Toll. Wieder kacke. Ich habe schon keinen Bock mehr. Kann man das nicht einfach leichter machen? Ich ziehe jetzt schon meine Knarre. Zieh, Junge, zieh! Zieh die Scheißkanone doch einfach. Nein, er will's nicht. Hallo. Mein Gott. Okay, dieser Part wird auf jeden Fall mein persönlicher Hasspart 2014, jetzt schon. Kotzt mich so an, ich hasse das. Bei sowas, da frage ich mich dann wirklich, wie konnte ich mich darauf einlassen, das nochmals zu spielen? Das ist doch behindert. Jetzt zieh doch einfach diesen scheiß Revolver, Mann. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ich den nicht getroffen habe. Oh Mann. Warum? Eigentlich ist das bestimmt einfach, nur ich krieg das wieder nicht hin, wisst ihr? Ich hasse das. Das Spiel an sich ist so geil, nur die Duelle, die sind so zum Kotzen. Bei den anderen, da kannst du wenigstens einfach die Knarre ziehen, hältst sie drauf und ballerst denen ins Gesicht. Okay, fertig. Scheiß drauf, ob du entehrt bist, aber du kannst es halt machen. Hier musst du richtig Glück haben. Jawohl, Mission abgeschlossen, läuft. Episode 7, The Wild Bunch. Juarez 1868. I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, I won't have it said that I left you with nothing, boy. Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but me and my older brothers were bigger and heavier. They were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo, you know about. But Bob eluded me. Until I heard he was riding with the Wild Bunch. Kein so großer Eisenbahnraub. Ja, gucken wir doch mal, ob der wirklich nicht so groß ist. Ich bin ja mal gespannt, wie viel Level es jetzt noch gibt.
Ich habe auch nicht nachgeguckt. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich weiß halt, dass das Spiel nicht so lange geht, aber ich weiß halt auch nicht, wie viel Missionen es insgesamt gibt oder so. Ich lasse mich davon eigentlich mehr überraschen. Ich finde das jetzt auch irgendwie blöd, immer zu gucken, wie lang geht so ein Spiel oder so. Ich gucke manchmal schon, also so von 3 Projekten gucke ich schon tatsächlich bei 2 nach. Einfach weil ich muss ja wissen, ob das jetzt so ein langwidriges Projekt ist oder ob ich das jetzt relativ schnell abhaken kann. Mehr oder weniger, weil eigentlich abhaken ist so das falsche Wort. Das hört sich immer so an, als ob ich irgendwie nur darauf aus bin, so viele Projekte wie möglich zu haben. Aber das stimmt ja nicht. Nur man muss ja auch gucken, dass es zeitlich passt. Und wenn man dann irgendwie... Oh, scheiße. Wenn man dann irgendwie so ein Spiel hat, was so übertrieben lang geht, so Skyrim-mäßig oder so, ist das ja auch unnormal, ne? Wie soll man das dann machen? Deswegen... Scheiße. Deswegen gucke ich dann lieber ab und zu mal nach. Dynamit. Ja, guck halt ab und zu lieber nach, um dann am Ende halt auch irgendwie zu wissen, ey, weißt du was, das geht gar nicht mehr so lange. Das ist dann nicht so das Problem. Und was das Spiel angeht, spoilere ich mir auch eigentlich nie was. Also davon halte ich gar nichts. Es gibt ja auch Leute, die gucken sich erst ein Projekt komplett an und gucken dann... wie es ist irgendwie, aber davon halte ich jetzt nicht wirklich was. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Wenn ein Projekt schon blind ist, dann sollte es doch meiner Meinung nach auch blind gezockt werden. Warum habe ich den Dreck dahinter denn nicht mitgenommen? Voll der Schwachsinn. Ich breche jetzt die Tür nur noch auf. Mit der Zeitlupe kommt man viel leichter rein. Haben wir jetzt hier alles? Tatsächlich. Achso, ich muss außen lang. Alter, Shotgun. Nehmen wir mal mit. Haben wir auch kaum benutzt, muss man sagen. Okay, das geht nicht. Oder doch? Nö. Da komme ich aber doch gar nicht lang. Ich kann doch hier nicht lang. Ist doch Quatsch, oder? Ah, hier. Alter. Entdeckung. Okay. Hä? Okay, jetzt haben wir's. Nachladen. Müssen wir jetzt wieder außen rum? Nein. Müssen wir hier lang. Okay. Gehen wir mal nach oben. Ah, wir haben Update. Update vor allem. Upgrade. Mehr Schüsse mit Schrotpatronen. Das hört sich doch gut an. Kann der Typ mal aufhören, immer reinzulabern mit dem Scheiß von wegen, was er gesehen hat? Das ist jetzt irgendwie ziemlich uncool. No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Ich glaube ja, der Typ redet ein bisschen Müll irgendwie.
Also hier der Erzähler jetzt an sich. Scheiße. Fuck. Ich glaube, der redet ja auch ein bisschen Müll von wegen, dass er alles alleine geschafft hat und so. Ah, ich glaube da eben irgendwie nicht. Haben wir es doch. Okay, ich mach kurz einen Schnitt, meld mich dann wieder. Bis dahin und haut rein.